Ja, hallo liebe Klemmbaustein-Fans, liebe Freunde des Klemmbaustein gewordenen Science-Fiction-Horror-Movies. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu dieser neuen, auch von mir lang ersehnten weiteren Folge aus meiner Alien-Klemmbaustein-Reihe. Ich habe ja schon einige Videos zu dem Franchise gemacht, dort oben findet ihr diese Videos in der Playlist. Aber schon ganz, ganz lange fehlte mir ein einziges Schiff. Wir haben die Nostromo gebaut, wir haben die Sulaco gebaut, wir haben das APC gebaut, wir haben die Narcissus gebaut, wir haben das Dropship, Cheyenne Dropship gebaut. Wir haben also ganz, ganz viel schon gebaut. Ich habe es euch alles gezeigt, aber seit langem fehlte mir ein Schiff, was vielleicht nicht ganz so ikonisch ist, aber in meinen Augen trotzdem ein sehr, sehr geiles Design hat. Und das ist die Prometheus aus dem gleichnamigen Film. Also die USS Prometheus aus dem Film Prometheus von 2012. Ja, und ich habe euch jetzt gerade schon mal ein paar Szenen im Eingang gezeigt. Das Ding ist einfach episch, vor allen Dingen, wie es dann über den Planeten fliegt, über die Landschaft. Das ist einfach grandioses Bildmaterial und ich hoffe, ihr seid auch schon so begeistert. Falls ihr den Film gesehen habt, schreibt mir schon mal eure Meinung zu dem Film da rein. Auch gerne zu diesem Vessel, zu diesem Fluggerät, zu diesem Raumschiff. Es ist grandios. Es ist einfach grandios in meinen Augen designt, cool gemacht und hat halt auch nochmal so coole Funktionen. Und die hat sich dann der liebe Brubri Mox zu Herzen genommen, hat gesagt, das möchte ich umsetzen. Und was der für eine geile Arbeit abgeliefert hat, das sehen wir uns jetzt an. So, nach dieser ganzen Vorrede schauen wir sie uns mal an. Die USCSS Prometheus oder Prometheus auf Deutsch gesprochen. Ein Mock vom Brubrick Mox zu finden auf Rebrickable mit der Mock Nummer 134964. Die erste Version hat er 2023 im Januar veröffentlicht, die zweite bzw. letzte Version in 2024. Insgesamt sind in dem Set 9300 Teile verbaut. Und ja, ich habe mich natürlich jetzt gerade eigentlich versprochen, es ist natürlich ein Mock, aber ich sage es schon mal vorweg, die Qualitäten dieses Mocks sind so hoch, dass ich durchaus sagen würde, dass man das problemlos auch als ein Set mit Verbesserungen natürlich noch rausbringen könnte, aber es ist schon so viel Großartiges dabei und ich habe schon viele Mocks gebaut. Ich weiß, dass das an manchen Stellen bei Mocks ja durchaus auch mal kribbelig werden kann, aber hier haben wir nur an ganz wenigen Stellen, leider etwas exzessive Stellen, aber ganz wenigen Stellen so Probleme, die man vielleicht noch beheben könnte, dass man sagen könnte, das Ding funktioniert durchaus auch als Set. Ja, aber bevor wir über Set reden, nochmal ganz kurz. Wichtig ist, ihr bekommt natürlich eine Anleitung, die müsst ihr kaufen auf Rebrickable. Kostet stolze 30 Euro. Muss man wissen, ob man das will oder nicht. Und gerade wenn man sich die Teile natürlich dann selbstständig kauft oder kaufen muss, dann ist das natürlich nochmal eine harte Nummer für sich. Aber wie schon gesagt, das Ding ist ultra gut durchkonzipiert und durchdesignt und durchstrukturiert, bis ins letzte Detail fast schon, dass ich sagen muss, ja, da stecken hunderte Stunden an Arbeit drin, würde ich jetzt fast behaupten, weil so krass Design, also das sind eigentlich Designstufen, die ich bei Lego oder bei anderen großen Firmen erwarte und da hat jemand sich ultra viel Zeit genommen und hat dieses, ich würde sagen, schon Herzensprojekt. Ja, da ist, ach, das geht hier runter. Herzensprojekt umgesetzt. Ja, und das kommt dabei raus. Ich habe die Steine, deswegen bin ich natürlich ein bisschen anderweitig unterwegs. Ich habe die Steine von WeBrick größtenteils gestellt bekommen. Anleitung musste ich kaufen, ein paar extra Teile musste ich kaufen. Aber prinzipiell habe ich den Großteil der Steine, lassen es 9200, 9250 Steine gewesen sein, habe ich mir von Rebrick zuschicken lassen, beziehungsweise die haben es mir natürlich zugeschickt und das ist nochmal ein großer Shoutout, dann so ein Riesending von 9300 Teilen, das geht nicht mal eben so über die Bühne. Und trotz und alledem, das hat mich sehr gewundert, ist das, was übrig geblieben ist, das ist ein riesen Beutel im Verhältnis, sage ich mal, zu anderen Mocks und Sets, die ich gebaut habe, an Ersatzteilen. Alles, was sonst hier liegt, gehört quasi zum Set dazu. Problem ist, ihr seht schon, ist gut, der jetzt nicht, meine Sigvik, stelle ich auch mal beiseite. Das sollte da eigentlich nicht liegen, also die Teile und das hier.
Na, das hat leider ein bisschen gelitten, das Ding, aber an zwei Stellen, gerade diese Abdeckung hier, das sind zwei Stellen, die eh keiner sieht, von daher war mir das nicht wichtig. Das hier wiederum, damit könnten wir ja gleich mal losstarten, kommen wir später auch nochmal darauf zurück, ist das kleine Transportfahrzeug, was im Film dann unten aus der Prometheus rauskommt. Wie gesagt, das schauen wir uns dann später an, aber ihr habt ja schon mal einen Blick auf das Fahrzeug, wie es im Film auch aussieht und hier dann nochmal, wie es in gebauter Version, in Klemmbaustein-Version in diesem Maßstab hier aussieht. Ist ein wuchtiges Teil im Film. Stellen wir erstmal beiseite. So, wie gesagt, das sind Teile, die mir entweder abgefallen sind oder ja, die mir abgefallen sind, wo ich aber keine Ahnung habe, wo sie herkommen. Das hier ist eine Empfehlung. MTP Metal Technic Parts ist eine Seite, die ihren Sitz, beziehungsweise der Shop, der seinen Sitz in Großbritannien, Großbritannien, ja, ich meine, es war Großbritannien, hat, die stellen Technikelemente größtenteils aus Metall her. Und das ist wichtig, denn diese Triebwerke hier, so, ne, diese, hier hinten hinter ist noch das, da guckt es raus, ne? Diese Triebwerke sind ultra schwer und wenn ihr das nicht mit diesen Achsen hier macht, fangen die an, sich nach unten noch mehr wegzubiegen. Ich sage bewusst noch mehr, denn ihr werdet gleich sehen, das Ganze hat eh schon ein bisschen Spiel, würde ich jetzt sagen. So, wir ziehen das mal in die Mitte und ich werde heute auch nicht groß, ja doch, ich werde es einmal wenden, damit ihr einmal in der coolen Version und einmal in der nicht so coolen Version seht. Aber prinzipiell, ne? Wie wird das Ganze aufgebaut? Ihr fangt hier natürlich mit dem Korpus des Schiffes an. Da sind Technikachsen, Technikbricks größtenteils verbaut. Es ist ein Fest des Bauens. Also was da hochgezogen wird, ist irre. Viele würden sich jetzt wieder über Regenbogenkotze beschweren. Bin ich jetzt auch, fand ich jetzt an manchen Stellen, vielleicht hätte man mit weniger machen können, aber ich fand es auch überhaupt nicht schlimm im Sinne von, dass es mir durchaus auch manchmal geholfen hat. Und das ist schön. Allerdings muss man dazu sagen, ich drehe es mal ganz kurz, es ist nicht immer optimal gelöst, denn zum Beispiel hier, da, ich hebe es einmal hoch, diese blauen Steine da, selbst wenn ihr jetzt runter macht und von hier schräg reinguckt, ihr seht sie. Das ist schade. Ansonsten, ja, klar, kommen hin und wieder mal ein paar Pins durch, aber das ist alles im Rahmen, finde ich jetzt nicht tragisch. Genau, ihr fangt halt mit dem Ding an. Es wird ultra stabil gebaut. Das Ding ist ein Klopper. Das ist fast schon schlimmer als Kobi. Damit könnt ihr jeden Einbrecher dreimal ins Nirvana befördern. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Das ist sowas von stabil. Wenn wir die Außensektion jetzt mal wegdenken, nur dieser Innenbereich, unfassbar. Einfach nur unfassbar. Wie gesagt, dann baut ihr dreht es um. Ihr kennt das ja, also typisches Bauen, ne? Es ist jetzt nichts irgendwie Fancyes, was ein definitiv hier und da ein paar sehr interessante Bautechniken versteckt. Ja, typischerweise halt natürlich hier vorne diese angeschrägte Version, damit wir überhaupt hier diese Form hier bekommen. Ansonsten hier, ne, ein bisschen Antennen, Dingsbums, alles Mögliche. Und dann hier unten die Kanzel, die sieht man im Film auch ziemlich gut, dass man da wirklich steht und nach unten gucken kann. Also eben, man steht auf der Glasscheibe. Also, ob das jetzt Glas ist, weiß ich natürlich. Ist ja ein futuristisches Gefährt. Wer weiß, was das für ein Material ist. Auf jeden Fall durchsichtig. Man kann nach unten gucken und kann halt dann schön schauen, wo man da gerade lang fliegt. Ne? So, dann im Anschluss baut ihr die beiden Ausleger hier, die man verstellen kann. Ich werde euch nachher auch noch kurz zeigen, wie es theoretisch so ansatzweise in der Landeversion aussehen könnte. Das hier soll die mehr oder weniger Flugvariante sein, aber ich sage schon mehr oder weniger, ihr seht das ja schon da, ne? Das ist ja nicht optimal. So, und dann kommen am Ende diese Triebwerke. Zur Bauerfahrung am Ende zu den Triebwerken werde ich nochmal gleich gesondert was sagen, deswegen das klammern wir jetzt mal aus. Ich drehe die ganze Geschichte einmal rum für euch, damit ihr sie einmal im Ganzen gesehen habt. Das Ding ist massiv. Das Ding ist massiv und so soll es halt dann im Prinzip aussehen, ne? Mit den Triebwerken, die kann man, ihr merkt schon, wenn ich die jetzt leicht anfasse, fangen die sich gleich wieder an, nach unten zu verabschieden. Ist nicht ganz ohne. Ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist wirklich nicht ganz ohne. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch hier an diesem Schiff? Weil prinzipiell, ihr baut es ist eigentlich ein Block, wenn man so will. Es ist ein Block. Aber ein paar Sachen, wie gesagt, kann das Ding. Ihr habt schon gesehen, hier das hier, ich habe es angedeutet, das werde ich nochmal auf der anderen Seite machen. Da habe ich nämlich keinen Pin reingejagt. Da könnte das gegebenenfalls besser funktionieren. Aber ihr merkt schon, es ist insofern schon stabil, dass das durchaus
funktioniert. So, also ihr könnt das Ding hier in die Landefunktion, in die Landeposition bringen. Das muss ich gerade mal gucken. So, dann dreht ihr die hier runter und dann müsstet ihr theoretisch, ich nehme mal einen so ein Teil hier ab. Ja, kommt zu Papi? Ja, genau. Dann müsstet ihr im Prinzip diesen Fuß hier nach unten drehen. Das ist jetzt gerade abgegangen, das macht aber nichts. Das können wir ja ganz leicht wieder dran fummeln. Und genau, dann biegt ihr das... Ah, nee, Moment, das war andersrum. Das war nach innen. So, nach innen runter. So, und das macht ihr dann im Prinzip bei jedem Triebwerk viermal. Also 16 Mal. Und das Ding ist stabil. Das Ding ist übel stabil. So stellt ihr das am Ende auf. Hier so, ne, meine Hand ist nicht die Wand, aber der Boden. Spaß beiseite. Genau. Und dann hält das auch. Also das könnt ihr problemlos ohne das Stativ sozusagen draufstellen. Ist überhaupt kein Problem. Und dann habt ihr einfach die Landeversion. Ne? So landet es ja dann auf dem Planeten im Film und sieht mega krass aus. Also die Landung ist auch nochmal ein epischer Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich gerade versuchen, dass ich das ganze Ding mal wieder hier... Jetzt breche ich alles ab. Ja, da reißt es natürlich ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Müssen wir halt ein bisschen nachgeben hier und dann können wir es draufsetzen. Ja, guck. So, und dann habt ihr das wieder in der angewinkelten Variante, vielleicht noch ein bisschen mehr. So, zack, dann ist das auf jeden Fall gut. Dann setzt ihr es wieder drauf und dann hat sich das auch schon. Ne? So, also das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Und dann habt ihr es halt in der stehenden Variante. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich es in der stehenden Variante einfach zumindest so hinstelle. Muss ich mal gucken. Flugvariante wäre halt geiler. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir besser. Eventuell, und das ist jetzt ein ganz schlimmer Satz, den ich sagen werde, eventuell werde ich kleben müssen. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Ich habe mit dem Mocker schon Kontakt aufgenommen. Vielleicht hat er da was im Petto, was mir hilft. So, jetzt zeige ich euch noch eine Sache weiter. Also generell, ihr könnt halt diese Maschinen hier in einen entsprechenden Winkel bringen. Wow, jetzt bricht es mir gerade raus. Jetzt ist es vorbei. Ja, okay. Gut, das hat sich jetzt gerade erledigt. Ach Gott im Himmel. Ja. Leute, ich mache es jetzt hier in der Schnellvariante, weil das halte ich nicht lange fest. Und dann haben wir natürlich ein großes Problem. Ich muss das ganze Ding wieder aufreißen. Es ist leider so, muss ich machen, aber kann ich jetzt nicht ändern. Gerade wir schauen jetzt mal. Also, was hat es noch? Es hat noch zwei Funktionen, die zeige ich euch. Zwei Stück. Hier habt ihr nochmal die Finger dazu. Die erste Funktion ist das hier oben, beziehungsweise ein Extra. Das ist das sogenannte... Notfallboot nennt man das eigentlich, also beziehungsweise so ein Rettungsshuttle, was rausgesprengt werden kann und dann losfliegt. Hier unten haben wir sogar die Düsen angedeutet, ne, mit dem Blau, und dann jodelt das runter zum Planeten, beziehungsweise auf die Oberfläche zurück. Und während dann am Ende ja natürlich, ihr kleiner Spoiler, da ein großer Clash zwischen diesem und einem anderen Schiff stattfindet. Genau, und dann zu guter Letzt, das kann ich euch jetzt aus der Perspektive nur schlecht zeigen. Ich mache mal eben was. Zu guter Letzt kann man noch hier unten an einem da drehen und da taucht dieses Ding hier auf. Das fällt mir jetzt entgegen, weil es doch sehr schwer ist. Das hier ist ein Hangar sozusagen, der geht auf und da hinein, das machen wir jetzt mal, kommt das kleine Fahrzeug, da habt ihr es, ne? Da ist es drin, macht dazu und könnt ihr jetzt theoretisch, ich müsste natürlich gucken, ich glaube, es war so drin, ne? Es war so drin, jetzt muss ich noch mal ein bisschen fummeln, vielleicht kriege ich es ja unfallfrei wieder rein, ich weiß es nicht, doch, ach, guck. Es ist wieder drin, ja, das ist doch schon mal was. Wenigstens das ist mir nicht auseinandergefallen. Ja, das ist noch eine schöne weitere Sache, das hatten wir zum Beispiel bei der Sulaco von Blue Bricks auch, dass wir da unten nochmal etwas aufmachen konnten, den Hangar, und da nochmal das Dropship rausholen könnten. Und im Dropship war ja sogar das Wägelchen, das APC. Also in dem Sinne wirklich coole Sache. Ja, ich kann das Ding hier leider nicht wirklich loslassen, weil es sich dann nach hinten verabschiedet. Ihr merkt, aber vielleicht, ach ja. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz ein bisschen so, stelle nochmal die Kamera hoch. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Trauerspiel gerade, aber... ja, ich werde da wohl noch mal Hand anlegen müssen, was sehr, sehr traurig ist. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Das ist mir übrigens zwischendurch auch schon mal passiert, dass ich da tatsächlich Schwierigkeiten hatte.
Aber ich bin noch nicht ganz sicher, es gibt bestimmt eine Lösung, wie wir das hinbekommen. Muss ich vielleicht gucken, ob ich diese Achse da unten mir nochmal neu als Metallachse bestelle und das dann nochmal neu aufbreche und neu einziehe. Das wäre, glaube ich, die Lösung, die das Ganze hier verbessert dastehen lässt. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Das weiß ich natürlich nicht. Drückt mir einfach die Daumen und ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal zusammen und dann reden wir nochmal über das gesamte Werk. Und ich hatte ja euch versprochen, wir reden nochmal ganz kurz über Bauerfahrung. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Set. Ja, Freunde, wenn das Review tatsächlich das Bauerlebnis so ein bisschen widerspiegelt, dann kann man einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte ja gerade gesagt, wir gehen nochmal kurz auf den Bau ein. Der Bau hat mega Spaß gemacht. Bis zu zwei Punkten. Der erste Punkt war, als ich die Ausleger, an denen später die Triebwerke dran gesteckt werden, angebracht habe. Als ich die beiden Ausleger dran gemacht habe, habe ich schon gemerkt, so, uiuiuiui, das hat aber Flex. Das biegt sich aber schon ganz schön weiter. Ist ein ordentliches Spaltmaß. Ob das so gut geht? Ich weiß es nicht. Aber ne, man hat es gebaut, man hat es getan und es lief einigermaßen. Aber als dann die Triebwerke zunächst erstmal dran waren zu bauen, Leute, es sind vier Triebwerke. Und in diesen vier Triebwerken tauchen viele, viele Bauschritte mehrfach auf. Ja? Das heißt, ich saß teilweise hier, bau das 8-mal, bau das 16-mal, bau das 32-mal. Und wenn du das dann über gefühlt genauso lange machen musst, wie der Korpus selbst gebaut wird, dann denkst du dir irgendwann auch so, Gottes Willen, wann hört das denn endlich mal auf? Es hat hinterher tatsächlich nicht mehr so viel Spaß gemacht. Die Triebwerke an sich, versteht mich nicht falsch, die Triebwerke an sich sind super cool designt. Massiv, mit super coolen Details und absolut abwechslungsreich. Aber diese Abwechslung, die geht halt verloren, wenn du das natürlich dann 4 beziehungsweise dann 8, 16, 32 Mal machen musst. Das ist dann einfach, irgendwann denkst du dir so, nee, habe ich keinen Bock mehr. Ja, und dann natürlich das Anbringen der Triebwerke selbst. War ein bisschen fummelig, aber per se kein Problem. Aber du merktest dann, shit, dieses Spaltmaß zwischen Korpus und den Auslegern erstmal wurde noch größer, es bog sich. Und dann konnte man, ihr habt es gerade gesehen, diese Ausleger ja drehen, in eine geneigte Position bringen, um dann halt die Triebwerke auch entsprechend auszurichten. Ihr habt es gesehen, es funktioniert nicht. Es ist keine Funktion, ich habe euch leider eine Funktion unterschlagen, die erzähle ich euch gleich. Es hat keine Möglichkeit, das einrasten zu lassen. Wie es nämlich, und das ist die Funktion, die ich euch leider nicht gezeigt habe, das ist mir dann gerade so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Chaos, ihr könnt unter den Auslegern unten eine Technikachse bzw. eine Technikkonstruktion umdrehen und dann könnt ihr eine andere Konstruktion rausziehen, was die Arretierung der Ausleger, die horizontal sind, aufhebelt, sodass man die neigen kann. Das ist eine Top-Konstruktion. Geil gemacht. Mega. Aber das Ding hat dann auf einmal keinen Halt mehr. Und ich habe die ganze Zeit gefummelt und habe gedacht, Mensch, gibt es da nicht noch eine Möglichkeit, dass man das dann irgendwann wieder einrastet? Nee, gibt es nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden. Habe ich auch in der Anleitung irgendwo gesehen. Ich habe auch auf verschiedenen Kommentaren auf Rebrickable gelesen. Keine Chance. Und das ist schade. Und das ist schade und das führt auch so ein bisschen hier zu dem Chaos, was ich gerade hier leider vor mir liegen habe. Werde ich alles fixen, ist kein Problem. Werde ich jetzt einfach mal ein paar Tage oder ein paar Wochen liegen lassen und dann werde ich mich da nochmal dran begeben, weil jetzt gerade habe ich einfach keinen Bock mehr auf das Ding. Aber es ist mega. Es ist mega. Und damit runden wir das Ganze ab. Dieses Mock ist eine Wucht. Im sowohl gewichtlichen als auch designtechnischen Sinne. Designtechnisch unfassbar getroffen, unfassbar gut gebaut, mit, wie gesagt, kleineren Abstrichen und massiv. Unfassbar massiv. Das Ding hier ist nicht wirklich größer als zum Beispiel die Nostromo, die ihr bei mir schon auf dem Kanal gesehen habt, die von Bluebricks. Aber die hat um die 3000 Teile. Das Ding hier hat 9300 Teile und da merkt ihr schon mal, das ist eine ganz andere Liga, meine Freunde. Und das finde ich gut, weil ich habe ja mit der Nostromo und später auch mit der Solarki ja so meine Probleme gehabt. Das Ding ist eigentlich super. Eigentlich, ihr habt die Einschränkungen ja gesehen, ich glaube, da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen.
Kann ich es empfehlen? Auf jeden Fall. Ihr braucht Platz, ihr braucht Zeit, aber ihr habt am Ende ein Ergebnis, wenn euch dieses Raumschiff, dieses Franchise, dieser Film interessiert. Geiles Teil. Und wenn ihr generell mal was bauen wollt aus der Mock-Ecke, was unfassbar gut designt ist, ist das auch euer Ding. Finanziell ist das natürlich eine Sache für sich. Deswegen nochmal ein riesen Shoutout. Ich habe es eben schon gesagt an Rebrick, die mir die Steine dafür zur Verfügung gestellt haben. Anders hätte ich das auch nicht umsetzen können. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte es nicht gemacht, weil das ist ein Preissegment, wo ich dann so sage, selbst bei Rebrick, ja, das wollen wir doch eigentlich nicht, ne? Oder wollen wir es? Vielleicht wollen wir es, vielleicht auch nicht. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video, trotz des Unfalls, trotz des, durchaus etwas katastrophalen Endes der Review-Sektion. Aber ich hatte auf jeden Fall trotz und alledem Spaß in den letzten Wochen und wenn ihr da Interesse dran habt, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da ist das Mock verlinkt und auch der Link zu Rebrick. Falls ihr euch Steine dafür oder für ein anderes Mock oder für andere Projekte kaufen wollt, schaut gerne mal vorbei. Könnt ihr euch da was besorgen. Lohnt sich auf jeden Fall, denn, und das schließt es dann nochmal ab, nicht nur das Mock war großartig, sondern auch die Steinequalität. Es gab nur einen einzigen Stein, wo ich immer so ein bisschen dachte, so ui, der könnte besser sein. Das ist die 1x2 Light Bluish Gray Jumper Plate. Die war nicht so toll. Alles andere Zucker. So, ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende. Jetzt haben wir alles gesagt. Fliegen wir wieder weg oder es liegt da. Ich fliege da gar nicht mehr mit heute. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Baut was Schönes. Gerne abonnieren, liken, teilen, Kanalmitglied werden, wenn ihr Bock drauf habt. Da habt ihr auch mal zwischendurch ein bisschen was hinter den Kulissen sehen können oder könntet ihr, weil ja die Videos auch immer noch verfügbar sind, was so hinter den Kulissen auch beim Bau der Prometheus vor sich gegangen ist. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, bleibt gesund. Wir sehen uns und ich sage ciao.